Hallo, du bist auf der richtigen Spur. Ein Schüler von mir hat sich einmal am Kopf verletzt. Es hat so geblutet und er hat so geweint, das war richtig schlimm. Und dann hat er immer gesagt, ich habe ein Loch im Kopf. Als Krankenwagen gekommen ist, hat der Sanitäter ihn gefragt, tut das dir weh? Nein, es tut nichts weh. Warum schreist du denn so? Ich habe ein Loch im Kopf, jetzt können alle sehen, was ich denke. Das war ein Erstklässler und er dachte, dass wir jetzt durch das kleine Loch in seinem Kopf sehen werden, was er denkt. Das ist natürlich Quatsch. Wir können nicht wissen, was andere denken, fühlen. Wir können in ihr Herz auch nicht reinschauen. Aber wer kann das? Gott schaut in unser Herz rein und es hängt von dir und von mir ab, was er da findet. Saul war König über ganz Israel. In seinem Herzen waren aber keine guten Gedanken. Das konnten andere Menschen natürlich nicht wissen. Wenn wir schlechte Gedanken haben, dann tun wir auch schlechte Dinge. So war es auch bei Saul. Er hat zwar zu Gott gesagt, dass es ihm leid tut, aber Gott wusste, was in seinem Herzen war. Gott sieht auch, wenn du traurig bist. Und so hat Gott gesehen, dass Prophet Samuel traurig war. Samuel war traurig, weil König Saul böser Mensch geworden ist. Und so spricht er zu Samuel: Samuel, wie lange willst du noch trauern? Ich will Saul nicht mehr als König haben. Samuel, nimm dein Salböl und geh zu Isai. Der wohnt in Bethlehem. Ich habe einen von seinen Söhnen zum König erwählt. Samuel ist überrascht und gleichzeitig fürchtet er sich. Was passiert, wenn König Saul darüber erfährt, dass ich einen anderen zum König salbe? Er wird mich doch umbringen. Gott spricht wieder zu Samuel und gibt ihm guten Rat. Nimm eine junge Kuh mit und sage, wenn du in Bethlehem ankommst, ich bin gekommen und will den Herrn opfern. Lade Isai zum Fest ein und ich werde dir zeigen, wen du von seinen Söhnen zum König salben sollst. Samuel nimmt das Öl, das er zum Salben verwendet, und geht nach Bethlehem. In Bethlehem ist schon alles für das Fest bereit. Die Ältesten der Stadt sind eingeladen. Samuel schaut die Leute an und entdeckt den ältesten Sohn von Isai. Er heißt Eliab. Eliab sieht gut aus, ist der älteste Sohn. Bestimmt hat Gott ihn dafür bestimmt, König in Israel zu sein. Vielleicht sagte er ganz leicht zu Gott, das ist doch sicher der, den ich zum König salben soll. Nein, Samuel, spricht Gott zu ihm, du schaust auf sein gutes Aussehen. Er wird aber nicht König werden. Ein Mensch sieht das, was vor Augen ist, der Herr sieht aber das Herz an. Also Gott will nicht, dass Eliab König wird. Samuel schaut sich seinen Bruder, Zweitältesten, an. Der heißt Abinadab. Vielleicht hatte Gott ihn auserwählt? Samuel hatte die jungen Männer nur nach ihren Äußeren beurteilt. Also der älteste Sohn ist das nicht, hat Gott gesagt. Der Zweitälteste ist es auch nicht. Dann kam der Drittälteste. Und dann sagt Gott, nicht. Dann kann man doch schon verzweifeln. Lass uns mal alle Söhne von Isai zählen. Der vierte Sohn, sagt Gott, auch nicht. Der fünfte Sohn, sagt Gott, das ist er nicht. Der sechste Sohn, sagt Gott, auch nicht. Und der siebte Sohn, sagt Gott, auch nicht. Sieben Söhne von Isai sind hier und jedes Mal sagt Gott, nein, das ist er nicht. Keiner von ihnen darf König werden. Gott kannte Isais Söhne durch und durch. Und er weiß auch alles über dich. Eltern und Lehrer kannst du vortäuschen, aber Gott kannst du nicht täuschen. Er kennt deinen Stolz, deinen Neid.
Er weiß, welche hässliche Schimpfwörter du vor dir hermurmelst, wenn deine Mutter dich zu früh ins Bett schickt, als Strafe natürlich. Oder Gott sieht, was du hinter dem Rücken deines Vaters machst, wenn er dir nicht erlaubt, mit Freunden draußen zu spielen. Wen hat denn Gott aber zum König ausgesucht? Samuel konnte es nicht verstehen. Ich kann mir vorstellen, wie verzweifelt er war. Gott hat ihn doch zur Familie Isais geschickt und gesagt, dass einer von seinen Söhnen der neue König würde. Isai, sind das alle deine Söhne? Ach, ich hab noch einen, aber das ist der Jüngste. Diesen Sohn hatte er nicht mal zum Fest mitgenommen. In Israel war damals das jüngste Kind der Familie am wenigsten wichtig. Der Älteste zählt. Er ist auf dem Feld und hütet Schafe, sagt der Vater. Schafe hüten war die Aufgabe des Jüngsten. Und der jüngste Sohn heißt David. David musste jeden Morgen die Schafe hüten. Es bedeutet sehr früh aufstehen, egal welches Wetter draußen ist, ob man gut oder schlecht gelaunt ist. Mama, kann ich heute länger schlafen? Kann ich heute zu Hause bleiben? Wie lange muss ich das noch machen? Solche Fragen kamen ihm bestimmt nicht in den Sinn. Er ist beständig bei seiner Aufgabe geblieben. David musste jeden Morgen die Schafe auf einen Hügel führen, Futter und Wasser geben und für sie sorgen. Das war harte Arbeit und vor allem gefährlich. Denn für Löwen und Bären sind Schafen ein sehr leckeres Essen. Er hat sogar mit Löwen gekämpft, wenn ein Löwe sein Schaf angegriffen hat. Wenn keine Gefahr drohte, setzte David sich hin und spielte auf seinem Lieblingsinstrument, Harfe. David liebte Musik. Er schreibt sogar schöne Lieder für Gott, denn er liebt Gott vom ganzen Herzen. Liebst du auch Gott vom ganzen Herzen? Lass dir heute von deinen Eltern Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, aus der Bibel vorlesen. Das hat nämlich David geschrieben. Gott schaute in das Herz von David und sah, wie lieb er Gott hat. David war sehr fleißig, mutig und beständig. Was bedeutet beständig? Wenn er etwas angefangen hat, hat er es zu Ende gemacht. Er hat es durchgezogen. Er hat nicht gemurrt, warum bin ich der Jüngste? Warum muss ich das machen? Er war glücklich und zufrieden damit, was er hatte. Bist du es auch? Hast du auch ein dankbares Herz? Was sieht Gott, wenn er heute in dein und in mein Herz schaut? Bin ich ständig unzufrieden? Bringe ich die Sachen nicht zu Ende, die ich anfange? Will ich immer alles bestimmen, wenn ich mit meinen Freunden spiele? David, David, du musst schnell nach Hause kommen. David war gehorsam und ist sofort gekommen. Als Prophet Samuel David gesehen hat, hat er Gottes Stimme gehört. Der ist der junge Mann, der du zum König salben sollst. Gott hat gesehen, dass das Herz von David rein von Sünde war. Er hat gesehen, dass David Gott lieb hat. Samuel weiß jetzt, dass Gott David zum König erwählt hat. Er gießt Salböl auf Davids Kopf. Eine Salbung bedeutete damals, dass Gott mit diesen Menschen etwas Besonderes vorhat. Die Bibel teilt uns nicht mit, ob David wusste, warum er gesalbt wurde. Samuel hat es niemandem erzählt. Als das Fest vorbei war, ist Samuel wieder zurück nach Hause gegangen. Und David? Ist er in einen Palast eingezogen? Hat er seine Arbeit als Hirte abgegeben? Du willst staunen! Er geht zurück auf sein Feld und hütet seine Schafe. Er hätte sagen können, jetzt bin ich etwas Besonderes, ich bin jetzt etwas Wichtiges, sucht euch einen anderen, der auf eure Schafe aufpasst. Er ist weiterhin bescheiden geblieben. Bist du auch bescheiden oder prallst du, wenn du gut singen kannst, gute Noten hast, ein neues Handy hast, neues Fahrrad? Schnell rechnen kannst als alle andere, besser lesen kannst als alle andere, viele Freunde hast. Schaut mal, was ich hier habe. Bescheiden sein ist eine gute Eigenschaft.
Gib doch zu, du bist gerne mit den Kindern zusammen, die freundlich sind, zuhören können, nachgeben können und verzeihen können, wenn ein Streit entsteht. Vielleicht denkst du, ich bin hässlich, ich bin zu klein, meine Nase ist zu groß, meine Haare sind zu dünn, meine Ohren stehen ab. Aber Gott schaut auf das Herz, nicht auf das Aussehen. König Saul war aber immer noch König. Aber böse Gedanken in seinem Herz wurden größer und größer. Es gab Zeiten, in denen er so zornig und wütend war, dass seine Knechte dachten, dass er seinen Verstand verliert. Sie hatten eine gute Idee. Sollen wir für sie einen guten Harfenspieler suchen? Er könnte sie beruhigen. Ja, das ist guter Gedanke. Sucht mir einen, der gut Harfe spielen kann. Ich kenne einen. Er kann gut Harfe spielen, wohnt in Bethlehem. Sein Vater heißt Isai. Wer war wohl gemeint? David war ein junger Mann und hat so eine ehrenvolle Aufgabe bekommen und soll in einen Palast einziehen. Vielleicht denkst du, wenn ich groß bin, dann werde ich dies und jenes tun. Nein, nutze die Zeit jetzt und heute, solange du klein bist, wie David es gemacht hat. Er redete regelmäßig mit Gott. Er lernte Musikinstrument spielen. Er hat Lieder für Gott geschrieben. Und er hat an seinem Charakter gearbeitet. Sendet mir David, der die Schafe hütet. Das war die Nachricht von König für Isai. Und bald danach kommt David in den Palast. Saul hat David gerne. Immer wenn er einen Wutanfall bekommt, kann David ihn mit seiner Musik beruhigen. Wie interessant. Einige Jahre später wird Saul von Gott vom Thron abgesetzt. Und David wird König über ganz Israel. Fang heute und jetzt, wenn du es noch nicht tust, an deinem Charakter zu arbeiten. Zum Beispiel, du merkst, dass du angefangene Sachen nicht zu Ende bringst. Dann setze dir das als Ziel. Ich möchte angefangene Sachen zu Ende bringen. Schreibe es dir heute als Erinnerung auf. Wenn du es aus eigener Kraft versuchst, wirst du oft scheitern. Du wirst verzweifeln, dass es wieder nicht geklappt hat. Und hier ist ein Geheimtipp für dich. Du sollst dir heute und jetzt Hilfe holen. Wie? Indem du Jesus dafür bittest, dir zu helfen, an deinem Charakter zu arbeiten. Zum Beispiel, sprich mit Jesus und sag ihm, Jesus, ich flippe immer bei Kleinigkeiten aus. Bitte hilf mir, dass ich das nicht mehr tue. Oder, Jesus, ich beleidige und beschimpfe meine Freunde und ich kann nicht nachgeben. Bitte hilf mir. Mir fällt schwer, mich zu entschuldigen. Oder, Jesus, ich bin ständig unzufrieden. Das Wetter ist schlecht, das Brot schmeckt mir nicht, falscher Kellogs ist wieder auf dem Tisch, die Milch ist zu kalt und nichts klappt, wie ich will. Schenk mir ein dankbares und zufriedenes Herz. Du kannst deine abstehenden Ohren, deine große Nase oder krumme Beine nicht ändern, aber dein Charakter kannst du ändern. Nimm dir heute ein Ziel vor, eine Charaktereigenschaft und arbeite dran. Vielleicht wirst du ein ganzes Jahr dafür brauchen, vielleicht mehr, vielleicht auch weniger. Ich wünsche dir dabei viel Kraft und Gottes Segen. Bleibe auf der Spur. Bis zum nächsten Mal.